So, herzlich willkommen zurück. Und ja, ich muss euch vorwarnen, vor allen Dingen Sören. Es tut mir leid, Sören. Es tut mir so unendlich leid, aber ich habe wieder ein neues Hintergrundbild. Ich hoffe, du kannst meinem Rechner vergeben. Mein Rechner meint es nicht böse. Ernsthaft, er meint es nicht böse. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen mal hier, machen wir mal weiter. Bin ich das oder ist jetzt tatsächlich noch ein anderer Spieler online? Werden wir gleich rausfinden. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Der IP auf Ronix ist auch bei einem anderen Account benutzen. Ja, eigentlich müssen es zwei andere Accounts sein. Ich habe doch Walker, Ronix und Ronix Live. Naja, wer weiß das schon. So, auf jeden Fall geht es jetzt weiter. So. Oh, Level 62, willst du mich verarschen? Und ich bin gerade mal Level 50 oder irgendwie sowas. Level 55 oder irgendwie so. Wobei ich auch glaube, gelesen zu haben, dass mittlerweile das Level, also das Hochlevel, wesentlich einfacher sein sollte. Oder soll. So, wir folgen einfach mal dem Weg hier und versuchen mal aus der Spawn-Region zu flüchten. Um einen Ort zu finden, wo wir uns niederlassen können. Wobei wirklich umschauen ist hier natürlich eher fragwürdig, weil die Sichtweite ist halt eher absolut mickrig. Ihr könnt mich mal fragen. Ist bei dir die Sichtweite auch so ultra hardcore extrem niedrig? Bei mir ist sie so circa 30. 30. Ach ja, oh, stimmt ja. Dieses Ding hat ja automatische Übersetzung. Nice. Wobei er meinen ersten Satz nicht übersetzt hat. Verstehe ich gerade gar nicht warum. Naja, wer weiß. Wer weiß. Warum gibt es hier Schneegeräusche? Ist doch gar kein Schnee. Ist das hier Schnee? Nee, ist Sandstein. Wieso klingt das denn wie Schnee? Kann man die nicht einstellen, sowie ein- und ausschalten? Nee, nee. Ich meine die serverseitige. Bei meinem Client bin ich auf 200. Aber der Server sendet nicht mehr als 30 oder so. Meine Sicht ist normal. Gut. Hab 600 eingestellt. Okay, also er sieht doch mehr. Aber ich hab doch. Ich meine, wir können auch hier auch mal auf 600 gehen, ne? Aber da kommt halt nichts. Guckst du da? Da ist halt nichts.
Und dann beim Internet kann es nicht liegen, weil mein Internet ist gerade so überhaupt nicht ausgelastet. Vor allem, wenn es am Internet liegen würde, dann würde ja das Laden an sich hinterherhängen. Aber guck mal, siehst du, sobald wir uns in die Richtung gedreht haben, hat er die Stelle auch sofort geladen. Also an sich lädt er das Ganze schon. Nur er lädt halt nur so lange, bis er bei 30 ankommt oder nicht mehr. Also es ist definitiv die maximale Sendedistanz oder so. Nutze 5.4.0. Naja, lassen wir so, können wir jetzt eh nicht dran ändern. Ich komme mal wieder zurück auf 200. Und dann suchen wir uns mal ein Örtchen, wo wir uns niederlassen können. Da sind Travel Nets. Yay, sogar verschiedenste. Network 1, Network 1, Network 1. Die sind einfach nur quer miteinander verbunden. Wie super dumm ist das denn? Ach, er ist auf 5.2, okay. Ich meine, wir können natürlich auch mal gucken, ob wir mit einer älteren Version vielleicht mehr Glück haben, aber ich weiß nicht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das an meinem Client ist, liegt. Schon verrückt. Oder ist vielleicht doch mein Client falsch eingerichtet? Kann das sein? Ich probiere mal ein wenig. Was heißt denn rum? Alter, ich trinke jetzt rum. Raus. So, spiele ich mal mit meinem lokalen Client. Gucken, ob es da besser geht. Als Volker natürlich. Ja, ist aber jetzt auch egal. Nee, doch. Was? Ich habe keine Ahnung mehr. Müsste passen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ich meine, ich könnte mich ja auch einfach mal mit meinem Client mit einem x-beliebigen anderen Server verbinden. Warum sehe ich nichts? Achso, weil ich gerade irgendwo anders bin. So, gehen wir mal direkt zum Spawn. Ja, oh, wieder. Nicht mehr als 30. Ist wieder genau die gleiche Sicht wie davor. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das funktioniert jetzt nicht. Gut, dann gehen wir mal zu einem anderen Server. Zum Beispiel, also jetzt, wenn es geht, einen, der nicht mir gehört, sondern den hier zum Beispiel. Also ein anderer externer Server. Um auszuschließen, dass es daran liegt. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es wirklich daran liegen sollte. Da, siehst du, hier liegt ja gleich viel mehr. Da, siehst du, das ist jetzt schon mindestens gefühlt, ja, guck mal, da liegt ja gleich viel, viel mehr. So sollte das normalerweise sein. Das ist jetzt schon alleine eine Sicht von, ja, siehst du, da sind wir jetzt schon bei 100. Also, es liegt definitiv nicht an meinem Client, sondern an dem Server. Können wir hier mit dem auch nochmal probieren, verifizieren, das ist wirklich nicht an dem. Wo ist denn der jetzt? Achso, hier war ich noch gar nicht on. Ach Gott, da müsste ja auch erstmal wieder alles nachladen. Sowas von kein Bock. Ne, also wie gesagt, es liegt nicht am Client, sondern wirklich am Server selber. Ich habe jetzt gerade mit einem und demselben Client, und zwar dem, mit dem ich privat spiele, ja, gerade beide Server probiert, den Edge-Tache und den IFS. Bei dem IFS war auch wieder mit maximal 30, bei dem Age-Test nicht. Also liegt es am Server, nicht am Client. Das
haben wir jetzt quasi empirisch bewiesen. So ungefähr. Ja, genau das. Ja, dann müssen wir halt damit leben. Ich meine, wir können natürlich mal gucken. Machen wir hier aus, machen wir hier Ende, machen wir hier abbrechen. Wir können natürlich mal gucken, wenn ich das Ganze mal mit dem anderen starte. Was habe ich denn gerade alles drauf? Den 5.2er müsste ich auch drauf haben, oder? So, ja. Den. Ach nee, ich habe nur den 5.4er. Schade. Ja. Ach Mist. Na gut, dann halt nicht. Den 5.2er müsste ich jetzt erstmal durchkompilieren. Also erstmal runterladen und dann durchkompilieren. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Wie gesagt, müssen wir damit leben. Es geht halt nicht anders. Schade, aber ist halt so. Ist er noch on? Ja, ist noch on. Oh, es sind sogar schon zwei on. Hi. Also auf dem TechAge Server geht's wunderbar. Ist auch egal. Dieser Nick 100 weiß sowieso nicht, worum es geht. Wir müssen bei dem erstmal aufklären, worum es überhaupt gerade geht. Läuft es gerade in die richtige Richtung? Wir laufen vom Spawn. Wo sind wir überhaupt? Minus 3000, minus 2000? Interessant. Ich hoffe, wir laufen in die richtige Richtung. Nicht, dass ich jetzt gerade vom Spawn wieder zurücklaufe. Das wäre ein bisschen deprimierend. Hello again, restricted account. Ich will aber nicht restricted sein, Manu. Wobei ich mittlerweile im Forum extra Bescheid gesagt habe, dass ich mit mehreren Accounts spiele. Also, die im Forum wissen alle Bescheid. Der nette Kollege von TechAge hat sich sogar schon gemeldet bei mir und hat gesagt, das ist kein Problem. Jetzt weiß ich gar nicht, bei IFS, bei dem IFS-Forum, da hatte sich, glaube ich, auch schon jemand gemeldet gehabt. Ich muss noch mal ganz kurz hier nachgucken. Hatte sich da jemand gemeldet gehabt oder war das... Doch, genau. Okay, doch, war hier. Oder was ist doch da? Jetzt bin ich verwirrt. Ah ne, okay, doch, hier hat sich noch keiner gemeldet gehabt. Da war es auch dieser TechAge-Server, ne? Er hatte gedacht, was? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber kein Problem, alles schön, easy. Aber bei IFS hat sich noch keiner gemeldet. Kann es ja wirklich sein, dass der Server einfach tot ist? Dass es diesen Server gar nicht mehr, also dass der Server nicht mehr gepflegt wird? Dass er einfach tot ist? Das wäre natürlich hart traurig, weil der Zimmer war sehr, sehr schön. Willst du eine Kartoffel? Er macht mir Angst. Dezent. Ah, fuck you. Mir halt nicht. Tschüss, kein Bock mehr. Der hat eine Reaktionszeit wie so ein Windows-Rechner. Ganz ehrlich. Sehr schlimm. Folgt er mir? Nö, der steht einfach rum. Macht gar nichts. Naja. Gut, hier ist eine riesige grüne Fläche. Sieht aus wie unbebautes Bauland.
Okay, hier sieht auch aus wie unbebautes Bauland. Da hätte... Wow, sowas finde ich geil. Wirklich echt super schnieke. Weißt du, wenn man schon Work Edit nutzt oder ähnliches, da könnte man auch einfach statt eine Platte einen Quader markieren. Da hat man wenigstens darunter nicht so eine Luftnummer. Das sieht doch scheiße aus. Oder wurde das Ding von Hand gebaut? Der wäre es trotzdem beschissen. Der hätte man hier trotzdem noch eine Mauer ziehen können. Ich meine, wenn das Ding hohl gewesen wäre, wäre es ja auch nicht so schlimm gewesen. Aber wenigstens hier noch eine, so aus Dirt oder sowas, noch eine kleine Wand ziehen, damit es hier geschlossen aussieht. Geschlossene Gesellschaft. Oh, noch eine Quest, die wir garantiert nicht machen können, weil er sagt, dass er nichts zu sagen hat. Wann das? Linksklick? Ich brauche 3 Kaul. Ja! Help me out. Wie denn? Quest Progress 3, 3 von 3. Ich bin taub. Ich bin sowas von taub. Kann ich dem hier. Schnauze. Ton verstummt. Kann ich dem hier irgendwie. Hä? Ah! You complete the quest. Ah! Und was habe ich davon jetzt bekommen? Find Jenny. Spawn Farm. Server on. Ah, ihr! Oh mein Gott, ihr Fußball ist online! Hi! Hi! Hallo! Okay. Nicht, dass wir jetzt direkt rausfliegen wegen Spam oder sowas, ne? Was ist das hier? Och nee, wir sind dort. Wir sind wieder zum Spawn gelaufen. Oh scheiß die Wand da. Wir sind wieder zum Spawn gelaufen. Och. Nee, so kacke. Das ist doch scheiße. Und nee, komm, dann laufen wir jetzt einen anderen Weg. Yay! Danke, ihr Fusel! Sie hat uns entsperrt. Aber jetzt können wir leveln. Nice. Ich meine, gut, zum Level müssen wir jetzt ein Monster bekämpfen. Aber wir sind nicht mehr restricted. Oh, chill, chill. Ronix reached the Level von 2 zu 3 zu 4 zu 5 zu 6 zu 7, 8, 9, 10, 11, 12 bis hoch bis 20. Warum? Wir haben noch gar nichts gemacht. Guckt mal unsere, hier unten gleich. Statt 10 von 10 Lebenspunkten haben wir direkt 20 von 20 Lebenspunkte. Warum? Holy moly. Schönes Ding, du. Schönes Ding. Okay, wir durchqueren mal doch das Wasser. Ich hoffe mal, weil hier kein direkter Weg ist, kommen wir da relativ schnell ins Gebiet, das umgebaut ist. Das ist jetzt meine naive Vorstellung vom Leben. ja. Chef, ich dachte, Chefin. Chef. Damit wir auch politisch korrekt bleiben, ne? Ja, ich arbeite jetzt an der Schule. Da muss ich auf so eine Scheiße achten. Also eigentlich nicht wirklich, aber man sollte da auf sowas achten. Ah, hier sieht es doch super aus. Hier sieht es doch aus wie unbebaut. Okay, ist leider immer noch protected alles. Das ist natürlich schade. Wobei, es kann natürlich sein, das würde mich jetzt mal hart interessieren. Ob hier vielleicht der gleiche Bug ist wie bei meinem Server? Ah ne, doch, ist wirklich geschützt. Schade. Ne, weil bei manchen Servern gibt es ja dieses Problem, dass dieses HUD, also das, was hier unten steht und so, ewig hinterherhängt. Wow. Also die Schrift um, die hängt auf jeden Fall hinterher.
No, I'm late. Lind was mein Nickname. That is old. Wer? Nein, bin männlich. Fussel war mein Spitzname, den eine alte Ex mir mal gab. Wow. Schön. Schöne Geschichte. Es ist scheiße dunkel, by the way. Alter, der Baum leuchtet ja richtig. Nice. Ich könnte jetzt irgendwas Böses sagen, aber ich lasse es lieber. Ich lasse es einfach. Warum ist hier überall Wasser? Was ist denn hier los? Interesting. Ja, gut. Da schwebt ein Haus. Was knirscht schon wieder ab? Ja, das ist ein Fall. Genau. Das ist normalerweise das, wie Schwerkraft funktioniert. Und das Haus denkt sich einfach so, fuck off. Warum? Warum sollte ich? Jetzt macht der Name zwar keinen Sinn mehr, aber ihn jetzt zu ändern würde. Ja, genau. Das ist richtig. Never change a running name. Oder so ähnlich. Ja, was? Ich habe jetzt nicht mal das Wort richtig ist zu schreiben. Wo kommt das hier daher? Wo kommt dieses C her? Das habe ich nie geschrieben. Ist ja auch egal. Meine Tastatur macht merkwürdige Sachen. Macht sie sowieso. Ich brauche mal wieder eine neue Tastatur. Die Shift-Taste, ne, ich springe immer mit der Shift-Taste und die gibt wohl irgendwie gerade ihren Geist auf. Die macht nicht mehr wirklich zuverlässig das, was sie soll. Und zwar Druck erkennen. So, hier sieht es aus wie eine karge Landschaft. Okay. Also wird Ronny jetzt seinen Account zum Stream aufnehmen von Videos? Zum Aufnehmen. Yep. Zum Streamen. Streamen ist Ronix live. Was macht das Fisch hier? Boink. Wenn du willst, kann ich den auch wieder auf Level 1 setzen. Wieso ist er überhaupt Level 20? Hab doch noch gar nichts gemacht. Was? Oh, ey, jetzt war ich aber gerade schon. Oh, Alter. Ich dachte gerade schon, was habe ich denn hier bitte schön für eine Scheiße geschrieben? Aber das ist diese Autoübersetzung. Man konnte die irgendwie auch abschalten. Ich weiß nur nicht mehr, wie das geht. Wie? Nee, wie? Wie kann man die. Weil der Server gemerkt hat, dass ein weiterer Account auf der gleichen IP erstellt wurde und hat ihn beschränkt. Accounts, die beschränkt sind, erhalten. Ja, aber das erklärt nicht, wo ich die 20 Level her habe. Wie kann ich die Auto-Übersetzung nochmal abschalten? Weil ich glaube mal, die verwirrt hier nur zu sehr. Im Hintergrund aber zählt der Server intern die eigentlichen XP mit und sollte ein Mod, den ich beschränkt aufheben konnte, was? Achso, genau, ja, also, ne, solange wie beschränkt war, hat er quasi trotzdem mitgezählt und dadurch, dass ich jetzt quasi released wurde, wurden mir alle EPs mit einmal wieder gut geschrieben. Aber wie gesagt, wir hätten noch gar keine XP bekommen dürfen, weil wir haben ja hier noch nichts gemacht.
Ja. Egal. So, das ist ein Sandmonster. Wir haben ein Schwert dabei. Wir rüsten das auch mal sicherheitshalber aus. Ich meine, ist nur ein Steinschwert, aber ouch, da werden wir direkt angegriffen. Stirb! Kartoffel. So, jetzt kriegen wir. Jetzt kriegen wir XP hier. Ja. Plus 8 XP. Easy. So. Auto. TR was, ne? Und dann off. Danke. Oh, direkt noch ein Monster. Holy shit. Holy shit. Bitte bleib weg von mir. Oh, ein Ork. Komm, wir können hier platt machen. Der hält ja nichts aus. Was ist los mit dem? So. Oh hier. So, hier ist keine Protection mehr. Sehr schön. Das heißt, wir kommen langsam in ein Gebiet, wo wir uns niederlassen können. Allerdings jetzt nicht unbedingt hier, weil hier das sieht doch schon relativ zerklüftet aus. Ja. Das ist ein Baumonster. Nice. Also soll der Account dann wieder Level 1 sein? Gerne. Wobei, da haben wir gleich nur noch 10 Lebenspunkte, weil wir jetzt von Monster erwischt werden. Ups. Und das ist bereits ein Monster. Es ist hier gerade sowieso dunkel. Hilfe! Super, gleich sterben wir. Sobald wir auf Level 1 runtergestuft werden, sterben wir. Garantiert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gleich ist es soweit. Gleich sind wir tot. Soll er sogar wieder beschränkt werden erstmal? Nö, nö. Mit Exp ist schon gut. Ja, da ist ein Monster. Wo denn? Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Siehst du? Siehst du? Hätten wir jetzt nur Level 1 gehabt, hätten wir direkt 30 Schaden bekommen, wären wir direkt tot gewesen. No chance whatsoever. Die Frage ist, wenn sie uns jetzt so runterstuft, dann sind wir quasi auch schon direkt tot, ne? Oh Gott. Kannst bitte wieder Tag werden? Soll er jetzt auf Level 1, dann darfst du dann nochmal keine. Was? Dann darfst du danach mit dem keinen XP mehr sammeln. Wieso? Bin doch gerade in einer Aufnahme. Also ist das ab jetzt okay. Ist nur blöd direkt mit Level 20 zu starten. Zu starten. So, da ist ein Häuschen, sehr schön. Ich weiß noch gar nicht, damals, als ich damals angefangen hatte. Ich nehme für den 10. Muss ja noch rendern, hochladen. Ja, ich sage jetzt auch einfach rendern, obwohl ich selber den Begriff eigentlich hasse, weil er in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn macht. Aber dadurch, dass ihn in der Community-Szene sowieso jeder verwendet, drauf geschissen. Damit weiß zumindest mittlerweile jeder, was ich meine, auch wenn es das Falsche ist, aber hey. Spring auf. Ja, geht doch. Ich bin Robin Hood. Ich hab einen Hood. Der Hood.
Das auf ihrem Haus. Ich hätte die Frage ist, wann kommen wir aus den Gebieten, wo bereits gebaut ist, raus? Ich meine, schön, schön aussehen tut es ja alles schon, ne? So von den Gebäuden an sich her. Aber wenn wir irgendwo anfangen wollen. Oh, ein Guard. Wingardium Leviosa. More Orbs? Bitte nicht. Höchstens weniger Orbs. Achso, ist over. Ah. Yay, so Tags. Oh mein Gott. Licht. Weniger Monster. Aber. Wa? Oh, achso. Ja, okay. Wurde gerade runtergestuft. Jetzt sind wir Level 1. Das heißt, jetzt müssen wir alles. Ronny hat zu viel XP verloren. Was? Was habe ich denn getan? Gut, wir sind jetzt hier in ungeschütztem Gebiet. Das heißt, wir können jetzt unsere Gelegenheit gleich mal nutzen, um hier ein bisschen Holz abzubauen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, weil Holz werden wir auf jeden Fall brauchen. Siehst du, gab es eigentlich. War das so hier? Ja, so war das. Okay. Okay. Aber das ist noch nicht das, was ich wirklich meine. Das ist nur, dass wie viel XP wir insgesamt haben, jetzt bekommenerweise. Aber es gab auch noch einen Befehl, mit dem wir unsere Statuswerte angucken konnten. Wie kann man seine Statusseite aufrufen? In Klammern mit Level und allem drum und dran. Server-Boss? Boss? Oh, das ist ein Boss-Fight. Was? Was? Ach ja, stimmt ja, die Bäume werden ja komplett abgebaut, wenn man den hier unten nicht am abbaut. Das ist nice. So, ein paar Äpfel können immer, ne, können nicht schaden. Dann bauen wir hier erstmal ein paar Bäume ab. Oh Gott, ist der Punkt. Ah, nee, okay. Ach, wow. Ja. Diese Lebensanzeige vom Boss ist OSD. Ich dachte schon, die ist da hinten. Also da, wo wir gerade wirklich. Da, wo die Schrift gerade ist. Und der ist ganz nah bei uns. Aber ist er nicht. Der war. Einfach nur feststehen. So, haben wir jetzt einen Äpfel bekommen? Wir haben 39 Äpfel. Das klingt doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Sehr nice. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz, ein paar Äpfel, ist doch geil. Hier haben wir noch ein paar Äpfel. Immer her damit. Es gibt nichts Wichtigeres als Äpfel. Und wir kommen auch langsam in ein Gebiet, das einigermaßen natürlich aussieht. Das heißt, wir könnten. Oh mein Gott, Tiere. Ich weiß, es ist gefährlich, weil der geht uns vielleicht ans Leder. Scheiße, ich häng fest. Ach, fick die Henne. Scheiß Baum. Komm her. Komm her. Oh, wir sind schon Level 20. Level 2 mein ich doch. Yay! Ein Snack für mich. Wir sind Level 2. Ich bin so stolz auf mich. Direkt den nächsten umbringen. Wir brauchen Level. Eine Statuszahl mit allen Werten gibt es noch nicht. Bisher muss man. Nur wissen, HP ist gleich Level 10, Damage bekommt man auf einem Level und den Levelunterschied. Was? Oh, ich habe Level 3 erreicht. Warum das denn auf einmal? Lalalala. Bisher muss man nur wissen, HP ist gleich Level mal 10, genau. Ja, doch, siehst du, denn genau. Mit meinem Worker-Account, da war ich ja Level 55, deswegen hatte ich auch 550 Lebenspunkte. Damage kommt auf das eigene Level und den Levelunterschied zum Gegner darauf an. Ach so, okay. Ja, das heißt, je stärker der Gegner ist, also je mehr Level der Gegner hat, desto mehr Damage macht er auch. Weswegen halt böse Monster auch böse Damage machen. Da oben ist er. Kommst du, Papi? Kommst du, Papi? Warum springt er nicht? Warum greift er mich nicht an? Denkt er irgendwie fest, kann das sein?
Wow, das war der leichteste Gegner ever. Ich bin so stolz auf mich. So, achso, hier ist Protected. Da auch. Gut, jetzt bist du schon mal direkt wieder Level 3. Ist doch easy. Also warte mal kurz, der andere hat doch auch was gesagt. Mit PTS, den Defert sieht man ja auf dem Armor-Page im Inventar. Ah. So, PTS. Was? Doch. PTS. Nö. Miniminaut, Quatsch, schon wieder Scheiße. Ein Noob ist das. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle auch erstmal Feierabend. Und dann sehen wir uns mal nächste Folge wieder. Bis dann.